Heute geht's um Spezialfahrzeuge. Gut, dass du wieder einschaltest, weil wir fahren zusammen eine Runde. Was machen Sie da? Ich klebe hier Aufkleber auf Robert sein Bike drauf. Oh. Einmal hier Punisher. Okay. So, darf ich das auch zeigen? Ja. Und weil der Robert so ein richtiger Mann ist und so ein richtiger Fahrer. Ah, okay. Na, Robert? Ich habe gesagt, weil du so ein richtiger Mann und so ein richtiger Fahrer bist, kriegst du noch hier. Genau. Für die Gangster. Geil. Geiles Teil hier, Wahnsinn. Guck mal, was da alles hier dran ist und hier die ganze. Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Der Robert hat sein Spielzeug dabei und der Timo. Hi. Hallo. Ja, also das wird herrlich. Ist schon fast ein Oldtimer, würde ich sagen. Aber ein ganz was Feines. Also um jetzt keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, mein Spielzeug ist der Timo und das hier ist eine fahrende Baustelle. Okay, eine fahrende Baustelle. Naja, also wir werden sehen, wie die Baustelle fährt. Das wird sensationell. Also gucken Sie mal hier. Wow. So bin ich jetzt auch noch nicht losgefahren. Ne? Die Karre vollkommen eingesifft. Aber gut, es wird nicht sauberer, denke ich, wenn wir hier lang fahren. Robert, wie läuft sie denn bis jetzt? Super. Super. Ich war noch nie so dreckig wie sie heute. Also seit Ungarn 2004 war ich nicht mehr so staubig. Auch was? Ja. Da willst du mal vorfahren? Nö. Dann kann ich dich mal filmen. Nö. Bei dir alles gut? Two thumbs up. Alles gut bis jetzt. Bitte? Alles gut bis jetzt. Ja, fahr doch mal ein Stück vor. Okay. Dann haben wir dich mal schön im Bild hier mit dem wundervollen Gerät. Robert, erzähl doch mal. Erzählen Sie doch mal über diese KTM 450 Rallye. Das ist jetzt was du nicht so erstmal direkt bei jedem Händler im Laden findest. Es gibt ein paar Händler, die haben sie vorrätig. Die meisten bestellen mal auf Kundenwunsch. Und ja, was soll ich dazu sagen? Das steht schon bei dir eine Zeit, ne?
Ja, auf mobile steht gerade keine, aber bei mir steht eine in der Garage. Das, okay. Und die steht schon länger da, einfach weil du keine Zeit hattest? Ja, um kurz ein bisschen auszuholen. Ich liebe dieses Rallye-Thema. Irgendwann hatte ich dann eine 690er mir gekauft, auch eine RFR, eine Rallye Factory Replica. Und bin dann kurz darauf das Siegermotorrad von Cyril Depré gefahren. Und da habe ich dann festgestellt, was der Unterschied zwischen Kundenfahrzeug und Werksfahrzeug ist. Und dann bin ich irgendwie mit der 690er nicht mehr klargekommen. Habe die irgendwann verkauft und dann kam die kleinere 450er hin. Es fällt dir mal auf, dass der Auspuff so richtig kaminmäßig ist, aber es soll leise sein, ne? Das genau, also das Originalrohr von in dem Fall Remus habe ich runtergeschmissen, weil das war einfach ein Null in gar nichts. Ja, es ja, war einfach zu laut. Ja. Ich habe das einigermaßen sozialverträglich dann mit dem Remus ausgestattet, mit dem SR-Topf ausgestattet, weil ich da noch zwei liegen hatte im Keller. Ja, also erstmal ein bisschen leiser gemacht. Das Ding hat natürlich immer noch ein Beeren-mäßiges Ansauggeräusch. Wir können auch gleich zeigen, warum. Ja. Ansonsten RFR, das heißt, du kaufst die Karre beim Händler, machst deine Navigation, deine Sicherheitssysteme drauf, dann bist du eigentlich ready to go für eine Wüstenrallye. Okay. Gerne auch mit der kompletten FIM-Ausstattung, also dem Sentinel und den ganzen Kladderadatsch, die sie mittlerweile dabei haben. Genau, das Motorrad ist Modelljahr 2012, ist also auch schon eine alte Lady. Ja, Vergaser. Vergaser. Haben die neuen jetzt alle Einspritzer? Ist das schon? Seit 14 haben die Einspritzer. Okay. Genau. Und diese Plexiglaskanzel. Und was sich halt mit den neuen dann verwässert oder letztendlich grundsätzlich verändert hat, war auch die Thematik viel kompakter, viel schmaler. Und man sieht es ja an der Dakar zum Beispiel selber. Es ist eigentlich mehr eine WRC geworden, wo du Wertungsprüfung an Wertungsprüfung fährst. Und früher war es halt Endurance Rally. Ja, und mittlerweile wohnen die Typen ja auch alle im Wohnmobil. Also ich finde Dakar mittlerweile lächerlich, sportlich gesehen natürlich brutale Leistungen, ja, die Jungs abrufen. Aber so die Sache aber an sich, ne? Die Sache an sich ist Afrika viel zu kommerziell. Afrika Eco ist da cooler, ne? Afrika Eco ist da viel geiler. Das können wir jetzt machen mit dem Motorrad. Kannst du mit der jetzt sofort machen, ja. Okay. Also wenn sie mich wieder bis nach Hause trägt, dann würde ich einen Ölwechsel machen. Dann müssen wir noch ein paar andere Sachen schön machen, also die Navigation nochmal, Verkabelung. Und dann könntest du damit sofort losfahren. Das ist brutal. Das sieht man ja auch nicht alle Tage. Da hängen viele Kabel drin. Das sieht aus, als ob da ein Panzer drüber fahren kann. Das ist hier und hier und... Okay, das weiß ich. Das ist so ein Tripmaster. Genau, das ist das Roadbook. Genau. Da siehst du im Prinzip deine Strecke. Genau, also das ist dein Roadbook. Hier wird dir angezeigt, welche Strecke du wohin wie fahren musst. Ja. Du hast hier Kompass gerade eingezeichnet. Ne? Ja. Musst du dich also quasi fast nördlich halten. Und ja, in dem Fall, ich roll es immer anders auf, aber das hängt immer vom Ausstatter ab, beziehungsweise vom Rallye-Veranstalter, ob du die Kilometer von oben nach unten zunehmend hast oder hier in dem Fall quasi von unten nach oben. Fakt ist aber, hier zum Beispiel haben wir das Zeichen... Tanken. Nee, BP ist es nicht. Das heißt wahrscheinlich Furt. Ich war jetzt nicht auf der Rallye, aber du siehst hier, bei 142,2 Kilometern ist irgendein Wadi, eine Furt. Das heißt, Gas rausnehmen, gucken, wie tief es ist und nicht da mit volle Meter rein klamütern und dann über den Lenker absteigen. Ich hätte jetzt bei BP getankt. nee, vielleicht hast du es ja auch irgendwie, ich weiß nicht, müsste euch französisch sein, ne? BP. Ist egal. Ist egal. Hammer. Aber was auch geil ist, ist das hier. Ja. Oh, wir haben die Welle aufgeladen.
Das ist krass. Das ist wirklich krass. Kann man mal kurz. Nicht nur am rechten gucken, auch am linken kannst du da gucken, mal schnell, ne? Wahnsinn! Krass! Okay. Also schneller geht nicht, ne? Hammer. Okay. Ja, das ist der Hammer. Tank links, Tank rechts, Tank hinten. 32 Liter in der Summe. Entsprechend genau. Ungefähr knappen. Hängt von der Etappe ab. Also Liaison, denke ich mal, wirst du so mit 6 Litern fahren können. Ja. Entsprechend 500, wenn du in Mauretanien durch die Dünen dich arbeitest, dann hast du, glaube ich, eine Mindestreichweite von 250 Kilometern. Okay. Also das heißt, die Dinger, die saugen dann schon ordentlich. Ja. Also gehen wir mal davon aus, dass du auch bei unter Volllast im Tiefsand deiner 250 kommst. Ja, krass. Hammer. Jo, richtig spektakulär hier. Die ganzen Knöpfe. Der Aufbau, Lenkungsdämpfer, riesen Airbox. Toll, ne? Mhm. Das ist jetzt Gestümper alles noch. Ja. Ich will das Ding ja straßentauglich haben. Das heißt, ich habe den Originalblinker rangenagelt. Das ist der Kabelbaum. Ich werde die aber wieder abmachen und auf kleine LED-Blinkerchen gehen, ja, dass man damit auch mal ein bisschen unauffälliger durch die Straßen fahren kann. Ansonsten, was haben wir? 449 Kubik. Die Leute labern irgendwann von 60 PS. Ich denke mal, es wird irgendwo zwischen 55 und 60 sein. Du hast ein komplett anderes Motorgehäuse. Du hast hier quasi den abnehmbaren Deckel, um schnell Kupplungsscheiben wechseln zu können in der Etappe. Du hast dein Werkzeugfächchen, du hast die 3 Liter Pflichtwasser, die du mitführen musst. Als Trinkwasserreserve, als Trinkwasserreserve, oder? Genau. Du hast die Carbon-Bashplate mit 2 Schrauben fixiert, also du bist ruckzuck an diesem Motorrad dran. Du hast jetzt hier noch 1, 2, 3 Schrauben, dann ist der Tank weg. Mhm. Ich habe gestern einen Vergaser noch reingebaut und ich habe noch nie in meinem Leben so einfach einen Vergaser eingebaut. Also du merkst einfach, das Motorrad ist in der Wüste für die Wüste gebaut, ja, weil du wirklich alles ruckzuck erreichst und ohne dir die Finger zu brechen. Ja. Und ja, das ist letztendlich auch der Grund dafür, warum Hobbyfahrer nur KTM fahren, weil das ganze andere Werkzeug, ob Yamaha oder Honda, das ist einfach zusammengefriemelt. Und wenn das Ding einmal steht, dann hast du echt Probleme. Und hier. Und das ist extra dafür gebaut, ne? Genau. Und die anderen werden umgebaut. Das genau. Ist halt der Unterschied, ne? Richtig. Ölkühler sehe ich nach vorne, also es gibt auch mehr Öl. Genau, Fahrzeug, du hast, oder? Also ganz relevant ist natürlich in der Wüste den Motor sauber halten, ne? Vor, ja, Verschmutzung schützen. Normalerweise fährst du noch ein Gaze drüber, ein Tüchchen noch. Das ist natürlich ein Ölkühler für die Thermik. Du hast einen riesen Wasserkühler mit Lüfter. Du hast auf der anderen Seite dann eigentlich das Relevante. In dem Fall jetzt versteckt unter dem Tank. Du hast hier eine riesen Ölfilterkartusche extern. Ja. Und dann nochmal den Ölfilter im Motor. Also du hast 2 Ölfilter, damit die Bude bestmöglichst ölversorgt ist und dir nicht in der Wüste einfach eingeht. Da wollte der Robert die erst noch schön machen, sag ich, nee, lass doch mal so. Hammer. Das Motorrad ist eigentlich von KTM aus Mattighofen und wurde dann das erste Mal eingesetzt auf der Afrika Eco. Ja. Vom Christian Hörbert, von dem habe ich es auch gekauft. Der ist damit 2 Afrika Eco gefahren, wenn ich es richtig weiß, und so ein paar Spaßdinger. Ja, Christian, du hast mir keinen Scheiß verkauft. Danke dafür. Und ja, man erkennt es auch noch am Pickerl hier. Das Ding war in Österreich. Österreich. Ach, die andere war aus Frankreich. Die andere war aus Frankreich und die andere war auch aus Frankreich. Okay, gut, dann haben wir das geklärt. Genau. Also. Von Österreich nach Deutschland. Easy. Thema Hecktank. Ja. 12 Liter Monocoque. Also du hockst auf dem Tank quasi. So wie man es von der 96 kennt, oder? Richtig. Nur, dass du bei der 96, glaube ich, ein halbes Jahr schraubst. Und hier machst du auch mit links und rechts einer Schraube und dem Bolzen hier den Schnellverschluss vom Tank auf, hast du das komplette Heck quasi innerhalb von 5 Minuten abgenommen. Du musst davor noch hier 6 Schrauben lösen, dann kommt das ganze Elektrikzeug raus und dann steht das Motorrad quasi nackig da.
Hinterrad ist natürlich ruckgedämpft. Ja, also für die Haltbarkeit. Für die Haltbarkeit. Und da sieht die Schwinge auch wieder ähnlich aus wie bei der 96 Enduro, kann das sein? Da müssen wir jetzt einen Techniker fragen. Ich bin mir aber sicher, dass die länger ist. Länger. Weil die Karre ist ja mehr Stabilität. Geradeausfahren gebaut. Ja. Weißt du ein Gewicht ungefähr, grob, was sie auf die Waage bringt? Oder bringen könnte? Ich hatte die mal irgendwie so mit ein bisschen Sprit drin mit 150 Kilo gemessen. Da war sie aber nicht vollgetankt. Ich denke, vollgetankt bist du so knapp an den 160. Ja. Aber bitte steinigt mich jetzt nicht, wenn das nee, nur, dass man mal grob einen Anhaltspunkt hat. Krass, ne? Ich meine, vollgetankt, 32 Liter, was hast du gesagt? 28 Kilo entspricht das. Ja, 0,75 Kilo der Liter, also drei Viertel ungefähr, 32, 24 Kilo. Ja. So weiter. Krass. 26 Kilo. Man kommt auf jeden Fall schön weit. Dieser Lenkungsdämpfer, der lacht mich da an, ne? Erinnerst du dich noch an Manuel, der gesagt hat, mit dem Lenkungsdämpfer ist das nochmal viel besser. Kannst du sowas bestätigen, dass man sowas hinbauen könnte, damit das alles ein bisschen besser wird? Ich fahre zu langsam. Ach, komm. So, gefühlsmäßig. Also, nein, grundsätzlich, ich würde ihn nicht wegbauen. Auf schnellen Passagen definitiv ist er sinnvoll, ja. Also du wirst jetzt auch gleich mal eine Runde fahren. Ja. Und natürlich, jetzt, wenn man langsam fährt, machst du ihn komplett auf, aber bei schnellen Passagen drehst du ihn zu und vor allem, wenn du halt über die Distanz gehst. Du musst immer rechnen, das ist ja nicht zum Brötchen holen gebautes Motorrad, das kannst du auch machen, aber es ist für lange Wüstenetappen gemacht und zwar für Dinger, wo du, die hatten bei der letzten Dakar in Südamerika, hatten die Jungs hinten einen Schnitt von 100, das heißt einen Stundenschnitt von 100. Das heißt, die Jungs vorne an der Spitze, die fahren einen 115er Schnitt. Das heißt, volle Presse die ganze Zeit und da brauchst du definitiv einen Lenkungsdämpfer, weil du bist ja die ganze Zeit nur am Ziehen, am Jumpen, am Vorderrad entlastet sein und ich glaube nicht, dass du das vom Torso her aushältst ohne Lenkungsdämpfer. Okay, alles klar. Aber so wie wir fahren, können wir ihn eigentlich wegmachen. Ja, okay. Ja. Wir brauchen noch eine Grußsequenz. Gas ist rechts. Gas ist rechts. Bist du auch schon mal das Teil gefahren? Die KTM? Nee, die bin ich nicht gefahren. Reizt dich sowas? Klar, natürlich. Schon, ne? Da dumme Frage. Ich meine, hallo, wann hat man schon mal die Gelegenheit, sowas überhaupt nur zu sehen? Genau. Ja, ich meine, es ist ja wirklich, du musst nur so Leute wie den Rob kennen, um sowas mal erleben zu dürfen. Ja. Du bist also auch Ingenieur, glaube ich, ne? Ingenieur. Genau. Was sagst du, wenn du sowas siehst? Da hat einer einfach alles richtig gemacht, oder? Ja, total, natürlich. Klar, also es ist wirklich einfach nur eine Augenweide, sowas zu sehen. Ja? Wie Rob eben auch vorgeführt hat, dass alles so zugänglich ist. Ja? Ein paar Schrauben hier und da, machst das Zeug weg, kommst überall ran, wenn du irgendwelche Schwierigkeiten hast. Super cool, ja. Also einfach Rennsport, wie er sein soll. Genau. Cool, sehr, sehr cool. Und wir haben so einen Dussel mit dem Wetter. Die Wetterfrau hat nämlich schon wieder gesagt, es soll den ganzen Tag regnen. Haha, vielleicht zu Hause, aber nicht hier. Ich sage es jetzt auch extra so laut, weil guckt euch mal den Himmel an hier. So lassen wir das einfach. So, kurz ausruhen und dann fahre ich mal ein paar Respektmeter. Erwartet hier nichts Dolles. Wie gesagt, ich habe immer größten Respekt, gerade vor so Sonderfahrzeugen, eben weil du das einfach mal nicht so kurz mal nachbestellen kannst. Also wie gesagt, ich werde berichten gleich.
Ein paar Kilo weniger sind nicht schlecht, ne? Krass. Und vor allem, wie weich die das wegfedert. Also das ist so, als ob ich die jetzt mitgebracht hätte aus meiner Garage. Für so einen alten Schleifer nicht schlecht, ne? Hammer, ja, da merkst du die Bestimmung. Ne? Super stabil und handlich und direkt mal lupfen und so. Wahnsinn, echt krass, hätte ich jetzt nicht so erwartet. Keine Werbung, alles echt. Hammer, geil. Aber wir tauschen zurück, Robert. Ja. Weil ich weiß, dass du heiß drauf bist. Nein, alles aber gut. Aber danke dafür, das war wirklich eine sehr geile Erfahrung. Ich bin verliebt. Schon wieder? Ja. Okay. Schnapp. Oh, Leute, direkt am Schwitzen, ne? Aber super interessant, einfach mal zu fühlen, wie sich das anfühlt. Klar, weniger Masse, das ist so das Ausschlaggebende. Das ist das, was du wirklich so ganz hart merkst, ne? Dass das einfach ganz, ganz anders fährt, wie das, was man jetzt so kennt. Ja, das ist gut. Einfacher, ne? Ja. Bestellung geht raus. Ist halt auch für die Wüste gemacht. Genau. Woran liegt das wohl, ne? Sehr geil. Hammer. Ich habe so 5, 6 Kilometer so ungefähr. Dann fährst du mit der einfach weiter. Ich fahr hinter dir her, einfach mach letzter Mann, falls was ist. Na, fährt der Jens voraus, legt die Spur. So wird's. Hier der Klassiker, da eine ganze Gruppe Pferde, schön einmal kurz anhalten, Klappe halten, Karre aus, Pferde weg, Karre an, weiterfahren. So läuft er nämlich bei uns. Wir kommen übrigens in der Sahara des kleinen Mannes. Wie? Und, nicht klein? Ja, geiles Teil, auf jeden Fall. Sehr, sehr schön. Wir haben Spaß, ist ja eh klar, ne? Sonst wird es ja hier diese Videos gar nicht geben. So, ich glaube, wir machen weiter. Los. Ja. Gelegt. Nee, cool, da hinten hat sich einer hingelegt. Der kriegt die Karre nicht hoch. Ich drehe um, denke mir, ja, da wird schon gehen mit dem Gras. Und dann rutscht das Vorderrad in den Graben ja, rein. Dann ziehen wir mal raus, oder? Oh, ziehen wir mal raus, oder? Wir sind wieder zurück, Robert. Hey! Was sagst du? Also, machst du so schick? Ich habe gerade gesagt, es musste meine Yamaha 16.000 Kilometer alt werden, um endlich mal hinzufallen. Und die noch nicht hübsche KTM ist gerade ausgefahren und nicht hingefallen und hat auch funktioniert, sehr gut. Ja, und hübsch machen müssen wir es auch noch, definitiv. Super. Weil so schön wie die fährt, muss die hübsch gemacht werden. Hat sie mehr verdient, auf jeden Fall. Definitiv, definitiv. Ja, so einfach mal einen kurzen Einblick in so Sonderfahrzeuge. Ich meine, das macht so den Unterschied und die bunte Mischung. Wenn es euch nicht bunt genug ist, dann guckt euch auch gerne mal in der Playlist um, weil da sollte dann auf jeden Fall was Passendes für euch dabei sein. Gefühlt, klar, relativ viel Offroad, aber jetzt erstmal nicht absichtlich, so wie es sich ergibt, sage ich jetzt mal. Und manche Sachen ergeben sich eher spontan, dass man sagt, oh, okay, alles klar, können wir machen, haben wir Zeit, haben wir Lust. Und hier möchte ich auch noch mal ein bisschen spoilern. Es wird noch was in die Richtung passieren hier. Auch ganz interessant, und zwar mit einem relativ aktuellen Modell. Und einem sehr jungen Fahrer, der die Dakar bestreiten will. Also das mal vorneweg. Aber wie gesagt, hier mal erster Eindruck, so ein kleiner Quick-Check von diesem Fahrzeug. Super interessant. Ja, das macht für mich irgendwo auch so ein bisschen die bunte Mischung. Timo, war es dir gefallen? Wunderbar. Wunderbar. Phänomenal. Sehr schön. Du bist ja auch mal ein Stück gefahren, ne? Ja, total. Also vor allem, ich war echt überrascht, wie handsam sie doch ist. Ja? Ja. So ernsthaftes Sportgerät, aber trotzdem lässt sich auch für einen Laien easy fahren, nicht irgendwie zu giftig am Gas oder so. Richtig schön, das Ding. Ja, ja, jetzt hat der Timo alles schon vorne weggenommen. Ich bin auch sehr
angenehm überrascht von diesem Motorrad. Ich habe schon immer gewusst, die sind sehr zugänglich, auch die Bikes, aber nur vom Hörensagen. Heute ausprobiert, Stempel, guck, getestet, alles klar. Und was wir auch noch haben, jetzt hat man hier was Außergewöhnliches. Wenn dir langweilig ist, ich habe noch was in der Garage. Das kann ich dir auch mal zeigen. Das ist aber nicht nur außergewöhnlich, sondern auch, das ist eine dritte Ebene dabei. Also okay, so Rubrik, das fast hässlichste Motorrad, demnächst hier auf dem Kanal. Liebe Leute, schenkt uns ein Däumchen. Drei Däumchen nach oben wird traumhaft. Und sonst sieht man sich in 3-4 Tagen wieder. Also die Kamera wird nass. Die neue auch noch. Tschüssikowski, bis dann, Imanski.